Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Project Highwise. Wir haben wieder Leute, die einziehen wollen, das finde ich super. Aber gleichzeitig haben wir auch Sachen, die repariert werden müssen. Da wir aber jetzt mittlerweile sehr gut Geld machen, könnten wir mal nach Sachen suchen. Ich brauche kein Zahnarzt mehr, wir haben mittlerweile ziemlich viele Zahnärzte bei mir hier drin. Aber wir haben ziemlich viele Kreativbüros, die ich einziehen lasse. So. Ich glaube, ich müsste mal gucken, was man als zweites Ziel hat. Ich glaube, da bin ich auch kurz davor, das sogar zu. Hoppala. Das zu erreichen, glaube ich. Irgendwas war dann. Ich weiß noch nicht mehr was. So, wie viele Büros habe ich noch? Telefon, reicht das noch? Ja. Strom reicht auch noch. Wasser haben wir mittlerweile jetzt ab 15 hochgebaut. Von daher kein Problem. Sieht's aus. Kreativbüro, zwei Stück. Einmal Finanz, bitte. So. Damit haben wir diese Reihe wieder voll. Geld machen wir auch ohne Ende mittlerweile. Das ist der Hammer. Was lustig ist, drei Zahnnetze übereinander. Habe ich gar nicht aufgepasst gerade, aber. Finde ich sehr schön. So, jetzt haben wir noch drei Plätze frei. Wir nehmen Kreativ und Finanz. Gucken, wen wir da kriegen. Wir haben Tamtams, okay? Wir könnten theoretisch mal hier glückliche Bürobewohner machen. So, was haben wir denn hier? Der Übergang von ein paar Läden zu einer ausgewachsenen Galerie. Man könnte auch Einkaufszentrum sagen. Bauen Sie jedes der großen Geschäfte und. Nein, das will ich nicht. Ich will kein Großgeschäft bauen. Großraumbüros will ich auch nicht bauen. Büromenschen. 50 Büroangestellte. Das habe ich sogar schon. Büro, 150 Büroangestellte. Das haben wir auch schon. Wunderland. 500 Büroangestellte. Das haben wir, glaube ich, nicht. Nee, das wird, glaube ich, sogar ein Ziel, was wir nicht erreichen. 300 Büroangestellte. Das könnte doch was werden. Gucken wir mal. Die suchen noch. Wir können gleich ein paar Leute wieder einziehen lassen. So, einmal. Zweimal. Und dreimal. Ich hätte auch nur einmal suchen können. Wäre es gleich rausgekommen. So, ich müsste jetzt, glaube ich, wenn es geht, mal ein bisschen auf Sterne gehen. Eine Skulptur groß, nee. Wo hier so ein. Wow, wir machen jetzt 17.000 Gewinn. Möglichst. Ach, ich bin nicht mehr. Oh, Palla, ich war ja gar nicht im Erdgeschoss. So. Dann machen wir was ein bisschen für die Ästhetik. Die Bilder sind zwar teuer, aber sie bringen mir Punkte. Und wenn ich jetzt noch einen Kredit aufnehme. Ich glaube, es läuft sogar noch einer. Ne? Ja, es läuft direkt sogar zwei. Hoppala. Das habe ich gar nicht gewusst. Wir haben fast 18 Sterne und wenn man hier noch ein bisschen an Geld gewinnt, brauche ich einfach nur eine Größe, die ich ausbauen muss. Dann hätten wir sogar fast schon das Gebiet befreit. Das Gebiet, genau. Wir haben hier ein Gebiet, das wir befreien müssen. Wir müssen einfach jetzt so an sich in die Höhe bauen. Ich glaube, drei Stockwerke oder vier Stockwerke müssen wir noch hochbauen dann. Das wird dann mit dem Strom wieder und mit dem Telefon ein bisschen eng. Wir haben schon einmal Großtelefon, ne? Also von daher, wird das ganz schön knappig. Ja, ich hoffe, ich kriege mal ein bisschen Geld wieder, damit ich halt die zwei Sterne erreiche. Um halt ein bisschen die Ästhetik, die ja hier auf komischerweise auf einmal, glaube ich, jetzt, naja, nur da vorne ein bisschen ist. Man kann ja nicht eine Kellerästhetik bauen, von daher ist das ja. Müssen. Oh, Tamtam, 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 überall steht Tamtams. Das finde ich geil, Leute. Ihr seid der Hammer. Der Aufzug ist kaputt. Wir haben hier insgesamt vier Aufzugsschächte, die eigentlich nicht von Leitern aneinander entfernt sind. Und weil der kaputt ist, benutzen die anderen nicht. Finde ich super. So faul können Menschen sein. So, repariert man die Restaurants. Ich will nämlich keinen Ausziehen haben.
Und ihr macht wohl gut Geld. Also es war, also unten in den Keller zu ballern, ist super. Ich weiß noch nicht, wie laut es ist, wenn man hier Zufriedenheit. Ja, diese Einkaufsmeile ist super. Rentabilität ist auch gut. Ja, die machen nicht so viel Gewinn da unten. Ausblick, der beginnt ein bisschen später erst. Verkehr. Ui. Ja, das ist super. Aufzüge, das ist eigentlich fast alles. Lärm. Ich habe nur da Lärm. Das heißt, ich könnte sogar hier oben noch hinpacken. Gerüche. Haben wir ein bisschen und wir haben wieder Geld. Abfall. Haben wir gar keinen. Schmutz. Allgemein ein bisschen verteilt. So, wir haben 18.000. Wenn jetzt, glaube ich, ein mittelkleines Bild. So, wir haben die 20.000. Wir haben die 20 Sterne erreicht. Dann müssten wir mal gucken, ob wir jetzt mal noch eine Etage ausbauen. Weil wir können sogar noch eine Etage ausbauen. Hoppala. Komm, zieh, 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 zieh. Wow. Einfach nur Wahnsinn. So, jetzt Aufzüge wieder bauen. Warum wolltest du gerade nicht bauen? Der Aufzug wollte nicht gebaut werden. Ih, was für eine Frechheit. Okay, dann muss ich jetzt die Leitungen bauen. Und alles am nächsten Tag kann ich dann anderes bauen. Also erst die Kabel verlegen. Es gibt noch viele Ziele, die ich annehmen kann. Die will ich nicht. Ich will keine Großraumbüros bauen. Ich brauche 6 Großraumbüros. Die Frage ist, sind da, wie, welche Büros sind das? Mittelgroße, das Firmensitz, Firmensitz. Das Großbüro, das will ich ja noch gar nicht bauen. Von daher, Mann, wie viel Tamtam kriege ich hier? Oh. Die Tamtams, die ich haben will. Und Wartung. Ich glaube, dieses Wartung-Ding wartet sogar mittlerweile. Die wollen bauen. Und kostet viel. Oh, wir brauchen Reinigung. Ich wusste es doch, dass das eine schlechte Idee war. Aber ich kann hier zumindest eine Etage höher bauen. Dahin. Liegt da denn Wasser? Das ist die Hauptleitung. Da brauche ich gar nicht zu gucken, ob da Wasser liegt. Ich weiß nicht, ob ich das. Nee, ich kann da leider keine 2 bauen. Aber ich glaube, in diesem Gebäude ist noch kein einziger ausgezogen. Also, so viel ich jetzt weiß. Ich kann mich auch irren, aber so viel ich weiß, ist keiner ausgezogen. Es waren zwar, glaube ich, manche relativ wütend, aber ausgezogen ist keiner. Oh, da habe ich noch ein kleines Plätzchen. Zack, zack. So, wir haben Geld. Das heißt, wir können erstmal nochmal einen Hausmeisterdienst hier hin. So. Und dann können wir jetzt Leitungen legen. Wieder ganz viel Strom legen. Ich kann noch nicht mal einmal komplett durchziehen, weil es einfach nicht passt. Das ist ein bisschen cool, weil ich muss jetzt rüber und dann kann ich erst die andere Seite machen. So groß das Gebäude schon. So. Ich muss auch warten, bis sie ausgebaut haben. Und dann, wie viel Platz haben wir eigentlich? Sag mal bei 1934, das heißt noch 2 Stockwerke und dann müssten wir es eigentlich haben. Was war der erste? 1500 war, glaube ich, das erste. Das heißt, glaube ich, doch, dann müssen wir 3 Stockwerke bauen. Aber wir warten erstmal. Obwohl, ich könnte eigentlich direkt hochbauen, ne? Wir haben gerade das Geld dazu. Dann kann ich mal gucken, wie viel eine. Hä? Bau doch. Bau doch. Wieso brauchst du denn nicht? Wieso kann ich jetzt nicht bauen? Mysteriös. Sehr mysteriös.
Kann ich bauen. Hä? Was ist da los? Ach nee, ich muss irgendwas hier ausschalten. Oder? Große Flächennutzung. Aha, jetzt weiß ich's. Dann brauchen wir 5 Fliesen. Ah, verdammt. Das ist jetzt. Moment, Moment. Stopp, 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 stopp. Pause, genau. So. Damit hast du wieder alles, ne? Wir haben jetzt wie viele Fliesen hier rausgeballert? Darf ich das kaufen? Öffentlicher Plaza-Bereich erforderlich. Mindestens 5 Fliesen. Das heißt, wir haben nicht genügend Fliesen. Jetzt haben wir nur noch 19 Sterne. So, jetzt müsste ich aber die 5 Sterne. Danke fürs Geld. Immer noch nicht. Was ist hier los? Ich hab. Wie jetzt? Oh, noch einen. Noch ein Hausmeisterdienst. Das heißt, ich müsste dich hier abreißen jetzt. Tut mir leid. Dann kann ich hier wieder die Mauer bauen. Es waren nämlich 5 Stück. Ich weiß nicht, was der jetzt hatte. Na, den Laden kann ich einen Laden hinbauen? Nee. Komm, ein Bild hin. Haben wir einen Laden weniger. So. Dann Plaza. Nochmal ein Baum. Eine große Bank und eine Zweierbank. Jetzt aber. Da danke sehr. So, jetzt können wir auch komplett ausbauen. Erstmal reparieren. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus? Da ist die Maus. So, dann haben wir 14.000. Wenn ihr das jetzt bauen würdet, Leute, da kommen sie. Ich habe sogar keinen Springbrunnen. So, damit haben wir unsere 20 Sterne wieder. Und dann können wir auch ausbauen. Ach, die Fliesen sind also die Größe, die wir haben. Alles klar. Und los geht's. Ja, wie gedacht, dass wir ein paar Etagen mehr brauchen. Und jetzt habe ich kein Geld mehr. Auf jeden Fall, ich glaube, dann machen wir die beiden fast gleich. Ich mache sogar eher die dritte fertig, bevor ich die zweite fertig mache. Weil ich muss ja genügend ausbauen, um überhaupt. Okay, eigentlich nicht. Wenn ich jetzt hier eigentlich in jede Etage ein Büro reinbaue, könnte das wieder knapp für die anderen werden. So. In der einen Etage ist gar kein Strom. Hoppala, falsch gelegt. Eieieiei. Okay, ich könnte auch alles mit kleinen Büros zuballern, aber. Wieso? Danke. Das heißt, ich könnte jetzt wieder schon die nächste Etage bauen. Reicht es? Reicht es? Nein. Das heißt, wir machen ein mittleres Gebäude, dann. Okay, mach schon eine Etage. Und damit haben wir das zweite, eigentlich das letzte Ziel sogar erreicht schon. Ja, machen wir die mal voll hier. So, wir tun die Aufzüge setzen. Da mache ich nämlich kurz, bevor ich die alle einziehen lasse. Hä? Wieso kann ich da jetzt keinen hinbauen? Oh. Was machst du denn da oben?
Du bist doch ganz alleine. Sieht ein bisschen komisch aus. Aufzug bauen. Was war denn jetzt der Fall? Okay, ich muss wieder. Ui. Habe ich jetzt noch 4 Stockwerke dazu gebaut? Wow. Und tada. Problem ist jetzt, wir haben Geldprobleme gleich. Wenn ich jetzt überall Strom lege, haben wir gleich keinen Strom mehr. Oder kein Geld mehr. Strom haben wir schon. Apropos Strom, da muss ich wieso noch einmal Strom und Telefon bauen, bevor ich irgendwas anderes hier mache. Ja, das reicht nicht ganz. Naja, wie wir aber das letzte Ziel erreichen müssen, also das mittlere Ziel, sehen wir in der nächsten Folge. Würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.